Ah, die sind da hinten. Guck mal, siehst du da hinten die zwei roten Typen? Das sind, glaube ich, feindliche Wo? Spieler. Durch Oh die ja. Wand dahin. Kann man sagen, dass das feindliche Spieler sind. Vielleicht sollten wir mal versuchen, die irgendwie zu killen. Weiß noch nicht. Sind die unten auf der Straße? Ah ja. Ja, ich kann das von hier. Da haben die keinen Bock drauf. Der eine kommt gerade, der eine kommt weg da. Muss mal kurz in Deckung gehen. Ah ja, da hinten. Okay, der rennt wohl weg. Ja. Sollen wir denn hinterher gehen? Weiß ich nicht, ob es das bringt. Ob man da nicht eher irgendwo hingelockt wird am Ende, ne? Ja, die Frage ist, was machen wir hier mit den Abholpunkten? Das erschließt sich mir noch nicht. Moment mal, kann ich, wenn ich... Nee. Was müssen wir hier machen, ey? Eine Und irgendwie was zu suchen gibt's hier ja auch ausgezeichnete nicht. Frage. Halt, was habe ich denn da erkannt? US Army, ja, natürlich. Also an die Steuerung, hier muss man sich echt jedes Mal neu gewöhnen. Also bei mir geht's gerade, ich habe heute nichts anderes gespielt. Einstellung, irgendwie fühlt sich auch meine Maus komisch an. Ausglättung 0% bitte. Na. Halt, bist du? Was? Der da gerade geballert hat. Hä? Ich Okay. oder wie? Bitte? Auf dich oder wie? Nein, nein. Übrigens, anscheinend kann man, wenn man irgendeine Maus gedrückt hält, um die Ecke gehen. Nein, spreche ich irgendwie zu ganz. Ah, Oh. da hinten. Ist die Frage, ob der Typ hier zu uns hält, der Vladimir Potato. Wo ist denn der? Bei mir hinten steht Naja. direkt am an der Guck mal, oder? Ah, Bergung, das ist irgendeine Bergung. Ich raff das nicht. Oder muss man, wenn man da hingeht, der Erste sein, der das aktiviert und alle anderen haben dann verschissen? Das könnte auch sein. Müssten wir den jetzt umbringen? Sollen wir es einfach mal machen? Ich meine, der Typ ist rot. Kommt denn der? Ja, komm, dann machen wir es. Also 3, 2, 1. Ich sehe den Typ. Da oben! Dadurch werden Ach sie als da. Abtrünniger markiert. Der lebt doch noch. Lebt der noch? Ach so, ja. Der hat mich getötet. Kannst du den mal bitte umbringen? Danke. Kannst du Rot, mich... wie? Vielen Dank. Oh, So. da schießt das auf mich. Lass mal hier in Deckung gehen. Was haben wir jetzt davon? Hier schießt was auf mich, gell? Gut, dann gehe ich mal wieder runter. Gut, als Abtrünnige sind jetzt wir die Gejagten. Und, ey, da schießt was auf mich. Geh Du weg, geh weg, geh schießt weg, auf geh weg, mich. geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier hinten ist, glaube ich, sicher. Heil dich mal, drück mal V. Ja, unten links habe ich gerade Ladungsaufnahme einen erfolgt. laufen sehen. Aber noch nicht hier bei uns im Gelände. Bergung möglich. Ankunft. Wie mache ich das? Achtung, da unten, Achtung! Achtung. Noch 60 Sekunden. Ach du Scheiße, so eine Minute kann aber lang werden. 15 Sekunden.
Scheiße, 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 ich bin gleich weg. Achtung, da hinten, da hinten, da hinten. 007, klar, 007. Level hinter dir, Achtung. Die kommen hier oben ins Gebäude drumherum gelatscht. Scheiße. Achtung. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr. Jetzt bin ich so oder so tot. Ich bin quasi tot. Okay. Oh, shit, schießt da viel auf mich. Hallo. Okay, ich bin tot. Okay, also, abtrünnig zu werden ist... Ja, aber was muss man da dann machen? Jetzt stehen die da ja alle rum. Ich glaube, durchhalten. Jetzt. Ah, das heißt nichts. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also, ich bin mir wirklich nicht sicher, aber... Da würden die sich ja jetzt auch alle gegenseitig abknallen. Machen die aber nicht. Ja, weil sie einen gemeinsamen Gegner haben. Und zwar uns. Also, wir müssten es so... also, so wie ich das verstanden habe, wenn jemand abtrünnig wird, dann kannst du den töten, weil er ja der Böse ist. Und deswegen wirst du nicht abtrünnig. Das heißt, eigentlich müssen wir warten, bis jemand abtrünnig wird. Und dann können wir den bekämpfen, ohne dass wir Nachteile davon tragen. Ja. Wenn das aber keiner auf dem Server macht, ne, dann müssen wir halt ran. Wie man gerade wieder gesehen hat. Also, weil die anderen feige sind, müssen es wir richten. So sieht's aus. So, wo bist du eigentlich? Ach, da hinten noch. Ja. So, 100 Meter vor mir läuft einer. Den verfolge ich jetzt mal unauffällig. Zum Ort des Geschehens. Helikopter im Anflug! Wie weit bis da hinten kommst du? Okay. Ich schaff's noch rechtzeitig. Ja, mir geht's eher ein bisschen. Vielleicht können nur zwei Spieler dieses Ding aktivieren und wer halt als erstes das aktiviert, die ersten zwei, die haben einfach Glück. Und die Leute scheißen quasi darauf, sich abzuschießen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Da hinten mal, sind die anderen. Kreis ran. Ja, was bringt mir das? Hier wird da nichts angezeigt, von wegen drücke irgendwas oder so. Bergung trifft ein, ja, ja, genau, aber was bergen, also... Ja, ich kann hier jetzt nichts machen. Vielleicht haben wir auch noch gar nichts. Ich weiß es nicht. Gibt's keine Ahnung. Chat? Ja, die hängen da jetzt wieder. 15 Sekunden! Ja, das ist ja ganz toll. Ich versteh's nicht. Nee, ich auch nicht. Irgendwas hängen die da dran. Vielleicht, wenn man einen anderen Spieler umbringt, dass das so eine Art Beutepack ist oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, dann werden die ja alle abtrünnig. Ja, aber dann. Ja. Du hast sowas auch gesammelt, ne? Was? Vielleicht, wenn du so einen Abtrünnigen tötest? Das könnte sein, warte mal. Ich bin auch schlau, ich habe doch gerade gar nicht aufs Inventar gedrückt. Doch, habe ich. Ach, hier, Taschen. Da fällt mir aber auch nichts auf. Ich habe keine Ahnung. Und davon viel. Hier wird auch schon wieder rumgeschossen, hier ganz in der Nähe. Ja, dann gucken wir doch mal da. Ah, da hinten habe ich einen roten Pfeil gesehen, ey, von wo. Ach, vielleicht gibt es jetzt hier irgendwas. Hier kann ich was nehmen. Ja, das ist nur eine Pistole gewesen. Egal, ich nehme alles mit. Weil die rennen hier alle rum. Ah, ich habe irgendwas. Ich habe jetzt auch so einen komischen Beutel unten an meinem Rucksack hängen. Wie, von wo? Ach, ich auch. Hier? Stimmt. Ich weiß zwar nicht wie und wo und warum, aber hey. Das verstehe ich auch nicht so ganz. So. Dann könnten wir theoretisch uns in Richtung Bergung begeben. Wo ist denn die? Da drüben, wo wir immer waren, bis jetzt. Au. Wir
können ja einfach ein bisschen gemächlicher vorgehen. Na, wobei, der andere rennt jetzt auch schon hin. Ne, ich glaube, wir müssen da gar nichts machen. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ich glaube, wir müssen jetzt das da schon hinhängen, unseren Beutel. Ja, das schon. Aber ich glaube, bezweifle ehrlich gesagt, dass man da jemanden umbringen muss. Ich glaube, die haben den für uns umgebracht. Und weil wir irgendwie dabei standen, war das dann ganz in Ordnung. Aber im Endeffekt müssten wir früher oder später wahrscheinlich andere umbringen, um mehr Punkte zu kriegen. Ich glaube, das Gute ist, oder ich glaube, das Perfekte ist, wenn du einen Haufen Spieler umbringst und dann die Abtrünnigkeit überlebst. Kann sein, ja. Was quasi in die Selbstumzug ist, oder wie? Guck mal, was da oben steht. Da hat einer auf dem Tank irgendeine automatische Schussvorrichtung installiert. Ich weiß nicht, ob die auf uns losgeht. Nee, nur wenn wir auf den Tropf schießen. Beginnt Paketabholung. So, und dann können wir die jetzt da hinhängen, oder wie, oder was? Ah, ja. Hä, was soll ich da jetzt drücken? Du musst F drücken. F. Hast du gemacht? Vielleicht kann auch noch beides dran hin. Ja, das wäre ja mal assi. Das war zu spät. Toll. Und jetzt? Was findet ihr jetzt? Finde ich toll. Nun gut. Von wo? Achso. Sinnlose Aggression. Na ja, gut. Ich dachte schon, ich schieße den ab. Das Deckung wechseln ist auch eine ziemlich geile Sache. Geht das? Ja. Wenn du in der Deckung stehst, kannst du eine andere Deckung anvisieren. Was muss der da machen? Ach, der hat das gedrückt halten, okay. Ja, wer hat mich denn da eigentlich gerade angeschossen? Hat er? Ja, ich glaube, wenn du einmal anschießt, dann. Der Typ mit dem Ausrufezeichen, denke ich mal. Hat er das? Hat er. Pass auf! Scheiße, ich bin schon wieder tot. Das gibt's ja nicht. Hast du ihn gekriegt? Nein, da ist noch. Warte. Achtung. Aber ich bin ganz tot. Ein Abtrünniger. Ich habe aber wieder so ein Atomding irgendwo, ja. Aber ich bin ganz tot, gell? Ja. Scheibenkleister, ey, das gibt's ja gar nicht. Oh man! Das Ding ist, dass jetzt alle richtig steil sind, mich zu töten. Ja. Das ist wohl wahr. Wie lange hast du den Status noch? Ewig hat man den, denke ich mal. Ach was? Da steht doch so ein Timer neben dran. Da steht doch eine Sekundenzahl, muss doch da stehen. Also war bei mir vorhin so. Nicht irgendwo ein Timer? Irgendwo ich müsste ich glaube, über dir ist ein roter Kreis und da ist eine rote Zahl. Ah ja. Die Zeit steht da nicht, aber ein Kreis ist da. Stehen da keine Zahlen da vor, die runterzählen? Ding ist halt, das einzige, was irgendwie funktioniert, ist weg dann. Ich renne hinten gerade in eine Sackgasse rein. Das ist doof. Halt. Schutzraum entdeckt. Wo denn? Ich bin tot. ja. Oh, scheiße, weg da. Ach, man verliert ja auch seine Gegenstände bei, wenn man die Leute umbringt. Mhm. Das ist natürlich eher weniger geil. So, Junge. Nicht mit mir. Guck mal da vorne. Achso, du bist noch gar nicht da. Ja. Da vorne stehen Haufen Jungs, die auf mich schießen wollen. Oh, dass ich da alleine bin, ist jetzt auch doof. Wieso wollen die auf dich schießen? Weil die... Keine Ahnung warum. Ich sehe es halt. Und hoffe, dass du gleich mal vorbeikommst. Ich komme. Bist du echt? Ich sehe dich doch gar nicht. Aha, gleich. Ja, ich warte einfach mal. Die Jungs verfolgen mich gerade nicht, die schießen einfach nur wie die Idioten hier auf die Absperrung, treffen mich dabei aber nicht. Also im Grunde verschwenden sie gerade Muni.
Ach, du meinst diesen lilanen Typen da? Nee. Ich meine Drop irgendwas. Dropic oder so. Ja. Ja. Na, du bist ja auch noch ewig nicht da. Doch, ich bin da, aber. Du bist doch nicht bei mir. Da wird auch einer als rot angezeigt. Du bist doch nicht bei mir. Ah, fast. Ja, der fast. Der ist schon tot, weil er dich abgeschossen hat. Wo bist du denn? Ach, du bist ganz dahinter gerannt. Komm mal ja, her. Und da sind zwei, die sehr wohl noch leben. Die schießen auf dich, ich sehe aber niemanden auf deinem. Komm mal ran hier. Da vorne stehen zwei Yuppies. Ah, da. Oh, Alter, das hat ein Def, ein gutes Aim. Zum Glück ist die Bushaltestelle hier so sicher. Oh, die sind gut. Die wechseln sich ab, die sind schlau. Jetzt kann ich nämlich nur den treffen, der noch volles Leben hat. Währenddessen wird sich der andere wieder hochheilen wollen. Der andere ist fast tot. Das ist ja nicht blöd. Hä, hey, das sind doch einfach nur NPCs, oder? Na, das glaube ich nicht. Endboss. Meinst du? Obwohl, nee, warte, da steht tatsächlich ein Level dran. Weil der eine hat den HP-Balken wie so ein Endboss über seinen Namen. So, down. Den anderen gucken wir da noch. Vielleicht sind es auch wirklich nur Endboss, ich weiß nicht. Ich will ja mit den, ich glaube, der will den heilen. Oh, ich hab das schon nicht gemacht. Jetzt haben wir ihn gleich. Also, die Rüstung. Jetzt haben wir ihn. Ja, vielleicht war es wirklich nur ein Endboss. Ich glaube, es war nur ein NPC. Also so ein Bär, so ein Ding, von dem man eine Werbung ja kriegt, weil ich hab jetzt wieder so ein. So. Gut. Halt, was meinen die halt? Ich will mal nach dem Fotopunkt da gucken. Ah ja. Beziehungsweise hier gibt's was zu looten. Ein Erste-Hilfe-Set habe ich hier bekommen. Ach, das ist ein Rucksack. Ja, ich kann noch nichts looten. Hier gibt's auch was. So, und dieses Ding. Guck mal da. Weiß zwar nicht, was wir dann da oben machen. So. Major Bukake geht einfach mal hinterher. Der weiß wahrscheinlich genauso wenig wie wir, was wir hier eigentlich tun. Wahrscheinlich. Sehr interessant für ein Gefecht hier oben. Ach, jetzt kommen sie alle hier hoch. Dann gehen wir wieder runter. Ja. So. Yeah. Nein, nicht. So, Bergung. Da hinten. Gehen wir doch mal dahin. Ich habe so eine komische Tasche, die könnte ich jetzt ja loswerden. Mhm. Ich glaube, du läufst gerade in eine Sackgasse rein. Nee, nee. Da kann man abbiegen. Ach, zeig mir das die Oberleitung. Nein, ich habe keine Oberleitung, ich latsch gerade freie Schnauze. Oh. Gut. Ah, die müssen geborgen und dekontaminiert werden, bevor man sie benutzen kann. Das Zeug, das wir finden, deshalb bringen wir das weg. Wir lassen das sozusagen aufbereiten und dann können wir Spaß damit haben. Ah.